Der gute Brian und ich machen ein Zaubertauschbattle in Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Nostalgie pur. Wir beide tauschen jeweils 6 Pokémon im Zaubertausch weg und kämpfen dann mit den getauschten Pokémon gegeneinander. Ich hoffe, ihr habt dieses höchst komplizierte Videokonzept irgendwie verstanden. Hoffentlich viel Spaß mit dem Video. Brian. Luca. Luca. Bist du bereit? Und ja. Ja, das sagen müssen, egal. War eine Spongebob-Referenz. Ist auch egal, die hast du nicht so geguckt. Wir machen Zaubertausch. Und wir machen Zaubertausch 6-mal. Und du fängst jetzt mit dem ersten Mal an. Ich darf anfangen? Der Gast fängt an. Das freut mich aber. Ich bin einfach ein guter Gastgeber. Das habe ich schon immer zu hören bekommen. Und deswegen war es immer eine Lüge. Okay, die Suche läuft, Meister. Okay, wenn du Tauschpartner hast, fange ich auch an zu suchen. Ein bisschen okay. Zeitversetzt, weißt du? Das nennt man Klugheit. Klugheit. Okay, Tauschpartner gefunden. Ich tausche mein erstes Pokémon. Super. Sagen wir eigentlich, was wir bekommen, oder lassen wir es geheim? Nein, natürlich geheim. Natürlich, na klar. Ach, du heilig Scheiße. Also ich suche gerade und ich finde absolut keinen Tausch. Ah, jetzt. Oh. Oh nee. Also für einen Zaubertausch würde ich sagen, ist das vollkommen schwer in Ordnung, würde ich sagen. Vollkommen schwer in Ordnung. Tausch abgeschlossen. Bitte. Hope, ich habe keinen Hope mehr. Komm, gib mir Hope. Gib mir Hope. Oh. Ich weiß, das ist ziemlich scheiße. Was Gutes? Weiß ich nicht, to be honest. Das ist ziemlich scheiße, okay. Ich habe einen Tauschpartner, du könntest theoretisch weitermachen. Ja, ich hätte natürlich gewartet. Oh, nee. Ich mag den zwar, eigentlich liebe ich den, aber nicht für den Kampf. Nein, nee, der ist halt scheiße. Tausch abgeschlossen. Ist eigentlich voll das gute Pokémon weggefühlt, also. Wenn du ja, also die ich wegtausche, sind besser als die ich bekomme. Ja, fühle ich aber. Ach, du Heimatland. Kapalor? Ist schlechter. Schlechter? Das geht gar nicht schlechter ja, als Kapalor. Oh, wobei, das Scheiß ist es gar nicht. Oh. Warte mal, hast du schon den vierten? Oh, nee, ich hab 3 jetzt. Achso, ja, ich auch. Oh. Das ist gar nicht mal so beschissen. Das ist gar nicht mal so unbeschissen bei mir. Der heißt Sukrokin. Jetzt weißt du, welches es ist, oder? Rayquaza. Joa, in einer süßen Variante, ja. Tausch abgeschlossen, ich habe einen Tauschpartner. Wir sind voll klug gemacht, hey, Zeitversetzt, Freunde. Also das ist ja wohl mal richtig, das ist Qualität, nennt man das. Oh, das nennt man nicht Qualität. Oh. Qualität ist nicht gemessen am Pokémon, weil Qualität die inneren Werte zählen, weißt du? Mein nächstes Pokémon ist, boah, weißt du, wie das Pokémon heißt? Nee, zufällig weiß ich nicht. Palkia PLZ. Ich glaube, er wollte Palkia getauscht bekommen. So, hast du PLZ? Oh mein Gott. Also bisher sieht das nicht so prickelnd aus. Ah, ich weiß gar nicht, was du meinst. Gefällt mir ultra. Aber ich bin doch gar nicht Ultrasonne. Warum eigentlich nicht? Warum sollten wir, ist die bessere Frage. Weil Gen 7 besser als Gen 8. Wer ist er denn? Ach, hast du schon? Ja, ich bekomme ein... Nichts nutzt. Hast du mich getauscht bekommen? Ja. Einfach ja sagen. Oh, wobei, so scheiße ist er gar nicht. Warte mal. Keine Leute, niemanden unterschätzen. Er ist gar nicht mehr so scheiße. Hallo, spielt doch jemand Schwert und Schild? Scheinbar nicht. Nee. Warum machen wir eigentlich nicht Gen 9 Zaubertauschbattle? Fällt mir gerade auf. Weil wir gerade noch in Gen 8 drin waren und wir nicht dran gedacht haben, dass wir auch switchen können. Und weil Gen 8 doch einfach, weißt du, wir müssen auch wieder mal nostalgische Gefühle hervorrufen. Ja. Gen 9 Zaubertauschbattle ist ein bisschen schwierig, weil ich einige Pokémon in Boxen habe, die ich noch entwickeln will für den Pokédex. Ne, und vor allem, da kriegst du bisher immer noch nur Müll eigentlich. Das ist hier ein bisschen besser. So, jetzt habe ich endlich einen Tauschpartner. Also du kannst... Mein letztes Pokémon, ich bin auch nicht so zufrieden. Was ein Bullshit! Oh, aber der hat gute Attacken. Oh! Oh mein Gott, den habe ich doch am Anfang weggegeben, meine Fresse! Also mein Team ist, ist mal ein bisschen was anderes, sag ich mal, ne? Kann man machen, kann man aber auch theoretisch lassen. Ja, das bin ich gerade. Ich tausche mit Ryan, nicht mit Brian, ich tausche mit Ryan. Oha, was ist Faker? Oh! Also das ist kein mega starkes Pokémon, aber für einen Zaubertausch vollkommen I.O. Ah, Bericht, was kann der denn noch so? Oh, okay. Ja, okay, eigentlich kann er gar nichts. Erst die hoffnungsvollen Worte und dann so, nee, echt doch scheiße. Ja, okay, also ich habe alle 6 Pokémon getauscht. Also ich auch. Theoretisch. Ja, mach mal einen Raum auf. Willst du oder willst du nicht? Eigentlich nicht, aber komm, bring was hinter uns. Dann gehen wir in den Kampf rein, ne? Mach mal das mal. Und wenn ein Lied meine Lippen verletzt, dann nur damit jetzt Pokémon startet. Los geht's! Ich bin richtig heiß. Lugi, oh, du hast ein Pikachu als Profilbild. Das machen nur Leute unter 16, habe ich mal gelernt. Jetzt habe ich keine Ahnung, über nichts gemacht habe. Ich hatte vor irgendeinen random NPC-Mann drauf. Also, würdest du was ausmachen, wenn ich ein Competitive-Team nehme? Das würde mir absolut überhaupt nichts ausmachen. Ja, dann kann ich es ja machen. Nimm das aus deinem Video nochmal mit. Wir haben übrigens seit Brian auch ein wunderschönes Video aufgenommen. Nicht Zaubertausch, ist was komplett anderes. Das heißt, falls ihr auf Abwechslung steht, dann geht da vorbei und lasst schöne Grüße von mir da. Ach, du Heimatland. Du hast ja nur Trash, Alter.
Alter, was ist das denn? Was ist das für ein Team? Du hast ja nur schwach, Mann. Ach du Scheiße. Sorry, dass ich nicht so viel Glück hatte. Hast du es für dich Poco mitgenommen? Ja. Ja, dann sehen wir uns gleich noch. Ich habe extra krasse Kampfmucke angemacht. Jetzt geht's los, Freunde. Bam. Lugi und Brian. Was glaubt ihr, wer macht das Rennen? Zigzagoon und Yamask. Wie süß. Pass mal auf, was ich jetzt dir entgegenschmeiße. Ja, ich sag dir, du wirst dich wundern. Ich habe diese Attacke noch nie gesehen. Was ist das für eine Attacke? Ich setze mal ein. Wie heißt sie denn? Ein Trickschutz. Ah, kenne ich nicht. Was ist das? Trickschutz. Ich habe keine Ahnung. Hö. Aha. Blizzard! Natürlich treff beide nicht. Das ist so lächerlich. Da erstmal die Paralyse. Ja, war das nicht der Sinn von Trickschutz, dass ich vor Status-Attacken geschützt bin? Ach, keine Ahnung, Digga. Komm, Konter, als ob du einfach Konter drückst. Mach mit oder ohne Dynamax? Das ist mir so egal. Ja, mach einfach mit. Ich glaube, auch Dynamax hilft bei dir, glaube ich, nicht so viel. Aber vielleicht können deine Pokémon ja gute Attacken. Ich kenne die ja nicht, die Sets. Vielleicht sind die ja richtig krass. Ist so behämmert. Er ruft zurück. Wie kann man das, wenn man spielen? Ja. Ach, klar. Wir ja, wieso denn nicht? Hier direkt deine Max. Ja, klar. Oh, schön. Kann ich jetzt bitte mal treffen? Nee, wir auch nehmen. Ach, ist so lächerlich. Ja. Ja, als ob ich wieder... Das ist so ein Betrug, Junge. Nicht mal die Hälfte. Ist ja schon fast respektlos. Muss doch irgendwann mal treffen, die Scheiße, oder? Ja. Ich muss competitive spielen. Ich treffe schon wieder nicht. Ich treffe schon wieder nicht. Jetzt treffe ich mal einen. Das ist so ein Witz, Junge. Den falschen. Aber immerhin den Scheiße. Immerhin den richtigen. Nein, den falschen. Ich habe mir nur noch Konter eingesetzt extra. Dünerspuk. Habe ich fast schon kommen sehen. Ja, warum, Bro? Weiß ich nicht. Gute Dynamax-Runden, sage ich. Ja. Wechsel noch aus. Nee. Zack. Jetzt treffe ich schon wieder nicht. Das ist so ein Betrug, Junge. Warum trifft die Scheiße nicht? Okay. Ja, komm, geht verrecht. Ah, ne, er geht auf den schon wieder. Okay, macht ja gar nichts. So, was hast du noch so im Petto? Ach, guck mal, Mewtwo. Kann ich jetzt bitte mal treffen mit dem Scheiß? Oder was ist Trickschutz? Vielleicht schützt das ja vor diesen Mehrfachattacken. Aber ich habe ja einmal getroffen, also kannst du ja auch nicht sein. Ne? Schützt mit einer mysteriösen Macht seine Mitschreiter und sich vor Statusattacken. Nicht jedoch vor Attacken, die Schaden verursachen. Joa, Brian, hast du noch irgendwie was zu bieten, oder? Ja. Oh. Ich gehe jetzt richtig competitive, Alter. Okay. Jetzt sind's richtig competitive. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Boah, der Schaden war sichtbar, das reicht. So, bitte mal treffen jetzt. Jawoll! Nö, beide ist unnötig. Och nee, jetzt noch ein Freeze. Ein Freeze wäre noch super. Ey. Nee, ich hab mit dem einen Horrorblick eingesetzt, damit ich den mit Metall, glaube ich, hier auch. Ah. Oh, gut, es auch noch so. Scheiße, das reicht sogar. Ja, also, geht doch. Nur schade, dass ich ein Feuer-Pokémon habe. Ach, den Spaß hast du. Perfekt! Super! Das ist ideal. Also, gute Wahl, würde ich sagen. So, auf wen gehe ich denn da? Ach, ist auch egal. Einfach auf den. Zack. Ja, das machen wir einfach. Da machen wir jetzt keine. Jetzt hast du auf dich nochmal alles verloren, oder? Ich hatte überhaupt nichts zu verlieren. Ich treffe mich eh alle jetzt. Jawoll! Achso, beide. Fuck. Alle tot. Joa, ich glaube, du hattest nicht so viel Glück diesmal. Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Annahme, wisst ihr? Vermutung. So, ich hole jetzt noch Palkia, please, raus, weil den muss ich unbedingt noch einmal gesehen haben. Hier, guck ihn dir an. Wie viele Mons hast du noch? Zwei, oder? Ah, und eins davon ist ein Eis-Pokémon. Ach, schön. Ich glaube, das war's. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, das erste Mal, dass ich einen Zauberlauschkampf gewinne, ey. Ja, lass nicht gegen mich. Erstauner. Komm, schreck zurück. Jetzt kommt mit der Schiene an. Ja, ja klar. Gegenstoß. Wie sie eigentlich auf gut. Ich mach nichts. Alter. Und ich schrecke nicht zurück. Oh Gott. Oh, schön. Die arme Eistüte. Jetzt wird's schwierig, ne? Das Einzige, was ich machen kann, ist doch weinen. Deswegen mache ich's. Cool. Jawohl! Verfehl! Was ist das denn? Oh, ist nicht keine Ahnung, ich habe einfach mal was anderes eingesetzt. Joa! Gewonnen, let's go! Da war das Glück vielleicht ein bisschen mehr auf dem... Also so ein Ticken, ein kleines bisschen. Ein wenig, ja. Das tut mir ein bisschen leid, aber ja, irgendwie auch nicht. Ah, ja. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß. Wenn nicht, dann laden wir uns halt nicht mehr gegenseitig ein zu Videos. Ja, ich überlege mir da mal was. Ja gut, dann sage ich danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und an euch sage ich ja hier nochmal, geht zu Brian rüber, da haben wir eine wunderschöne Folge aufgenommen, was richtig krass... Ich spoiler nicht, weil es einfach... Das ist einfach zu krass, die Idee, deswegen. Dann sage ich danke fürs Dabeisein und bis vielleicht zum nächsten Mal mit Brian. Oder vielleicht machen wir irgendwas anderes nochmal. Wir haben bestimmt noch ein bisschen was vor uns. Safe. In diesem Jahr. Haut rein und hau du auch rein. Ja, tschüss. Tschüss.